Der erste Donnerstag nach Dreikönig ist zumindest in Reutlingen kein Tag wie jeder andere. Denn dort wird traditionell jedes Jahr an diesem Tag gemutschelt. Das bedeutet, meistens mit Würfelspielen wird um das Gebäck gespielt, außerdem wird gegessen, getrunken und gelacht. Eine Tradition, die auch bei den Mitgliedern des Reutlinger Gemeinderats fest im Kalender steht. Treffpunkt war wie jedes Jahr das Kaffeesommer in der Fußgängerzone. Sie war das Star des Abends. Und das wortwörtlich. Denn die goldgelbe Mutschel erinnert mit ihren 8 Strahlen auch optisch an einen Stern. Außen knusprig, innen schön weich. Dadurch zeichnet sie sich aus. Um sie spielen auch die Mitglieder des Reutlinger Gemeinderats. Die Politik wird dabei ausnahmsweise draußen gelassen. Das Gesellige und das soziale Miteinander steht im Vordergrund. Und schöner alter Brauch. Wir machen das jetzt seit 700, 800 Jahre in Reutlingen, Mutscheln. So alt ist der Brauch. Ungebrochen. Mal mehr Zuspruch, mal weniger. In den letzten Jahren eher wieder mehr Zuspruch. Auch das Café Sommer war am Donnerstagabend gut gefüllt. Egal ob Frau oder Mann, alle hatten Spaß. Etwas, das nicht immer so war, weiß Thomas Keck. Früher haben keine Frauen am Mutschler teilgenommen, so bis zum Zweiten Weltkrieg oder danach. Und wenn der Herr des Hauses nichts erwürfelt hatte, gab es am anderen Morgen kein Frühstücksbrot. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind, findet nicht nur der OB. Essen gibt es reichlich und währenddessen werden an den Tischen auch schon die Würfel ausgepackt. Gespielt werden verschiedene Spiele, bei denen die Namen, wie zum Beispiel Nacktes Luisle, auch schon einmal für fragende Gesichter sorgen können. Ich bin keine Schwäbin, aber irgendwie sowas wie Nackte Luise. Wir wissen nicht, wie der Name zu dem Spiel kam, aber man muss von 1 bis 10 alle Zahlen haben und dann, wenn man die hat, geht es von 10 bis 1 wieder runter. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis wir alle durch sind. Je nachdem, wie lange ein Spiel dauert, können eine oder auch mehrere Runden gespielt werden. Beim nächsten Wurf hat ein Gebächtiger gleich Glück und kann die 7 hinzufügen. Der Tisch mit Finanzbürgermeister Roland Winzen hat sich für ein anderes Mutschelspiel entschieden, die sogenannte kleine Hausnummer. Kleine Hausnummer, also mit 3 Zahlen die kleinste Nummer zu würfeln. Auswertung läuft gerade, ich bin gespannt. Winzen war in jedem Fall optimistisch. Ganz im Gegensatz zu seinem Kollegen Thomas Keck, 2 Tische weiter. Bei mir durchwachsen, aber... Wie ich vorher schon gesagt habe, muss ja der olympische Gedanke hochhalten. Dabei sein ist alles. Eine Sache darf beim Spielen aber auf keinen Fall passieren, findet Keck. Au, ganz, ganz schlimm. Die Strafe müssen wir uns noch überlegen. Würfel noch unterschmeißen. Ganz schlimm, Lokalrunde mindestens. Wie bei der Auswahl des Spiels gibt es auch bei der Art und Weise, wie die Mutschel gegessen werden kann, verschiedene Möglichkeiten. Die einen essen sie mit Schmalz, OB Keck bevorzugt aber die klassische Variante. Am vornehmsten essen sie frisch, ohne alles, mit einem guten Glas Rotwein. Mehr braucht Mutschel nicht. Hier muss wahrscheinlich jeder selbst herausfinden, was einem am besten schmeckt. Auch wir durften probieren und gingen danach frisch gestärkt in den Feierabend. Für den Gemeinderat war zu diesem Zeitpunkt aber noch lange nicht Schluss.